Wir freuen uns wahnsinnig, dass es jetzt losgegangen ist. Wir haben tatsächlich lange drauf gewartet und haben die Mädels gebeten, sich per Video zu bewerben. Und es haben tatsächlich 150 Mädels ein Video eingeschickt und haben uns dann letztendlich für 23 Mädchen und Frauen entschieden, die jetzt unseren Kader bilden. Die Spielerinnen freuen sich natürlich auch alle, dass man im Internet auftaucht, dass sie überall gesehen werden können. Also es ist ja erst 7 Wochen her, dass wir das erste Mal zusammengekommen sind. Man konnte von Woche zu Woche sehen, wie die Mannschaft immer mehr zusammengewachsen ist, wie die Mädels sich auf dem Platz weiterentwickelt haben. Und da bleibt mir gar nichts anderes übrig, als unfassbar stolz zu sein. Wir wollen natürlich auf jeden Fall aufsteigen. Das ist, denke ich, schon klar. Das kann man schon so klipp und klar sagen. Wir sind froh, von Stage mit begleitet haben zu dürfen. Wie ist dein Eindruck, wenn du uns mal mitnimmst, einen Blick zurückwirfst, wie alles angefangen hat? Wie viel Zeit habt ihr? Es sind 308 Tage vom ersten Zusammenkommen Ende Juli letzten Jahres. Bis heute. Das erste Training bis heute. Und ich weiß noch, dass man sagt, so, boah, das ist eine lange Saison. Mal gucken, wie alles läuft. Das waren ja ganz viele erste Male. Also wir konnten eigentlich fast jedes Spiel streamen. Jeder Fan konnte, egal ob er vor Ort war eben oder eben nicht, das Spiel live verfolgen. Ich hoffe natürlich, dass ihr weiterhin mit dabei bleibt und wir noch mehr Spiele streamen können. Wir sind aufgestiegen, wir spielen in der Bezirksliga in der nächsten Saison. Es wird nicht leichter werden, es wird so bleiben, dass jede Mannschaft gerne gegen uns gewinnen möchte, unbedingt. Ja, als kleine Erinnerung an die erste wirklich sau erfolgreiche Saison, muss man sagen, für die BVB Frauen in den richtigen Farben von Stage. Alles Perfekt. Gute für euch. Ich hoffe, ihr habt nach diesem Spiel auch einen Grund mehr, die Flasche aufzulassen. Vielen Dank. Würden wir.